Therapie? Ah ja, zum Glück, du hast dich wieder gefangen. Was ist passiert? Du verdrängst es immer noch? Kaya, bitte. Ich warte im Keller auf dich. Komm runter, wenn du wieder zur Besinnung gekommen bist. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Leute zu Let's Play Dampftraum. Wir kriegen heute das letzte Teil zum Reparieren vom Zeppelin. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hätte eine Frage. Was möchtest du wissen? Wohin soll ich mit dem Zeppelin fliegen? In welche Richtung liegt die nächste Stadt? Bibelhofe lässt er auf. Lade. Im Norden liegt Dampfstadt. Entfernung 114 Kilometer. Im Osten Zahnradshausen. Entschuldigung. Entfernung 622 Kilometer. Im Süden Dieselpunkt. Entfernung 278 Kilometer. Im Westen liegt Rostfleckigen. Entfernung 72 Kilometer. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja, am besten Südwesten. Wir gehen dann in den Westen, aber let's go, wir holen uns noch Erz. Holst du mir Erz? Warte ich auf mich, ich versuche mir Erz zu beschaffen. Ich bin Erzgauner. Ja, links, okay. Die sind wahrscheinlich alle schon offen. Ja, genau, ist leer. Diese Stelle, mal schauen. Ui, okay. Das Ü-Ei nehmen wir mit. Maschinenblaupausen, okay. Oh, da unten sind schildige Kröten. Oh. Also eine zumindest. Noch ein Ü-Ei. Erz, scanne. Nee. Ich muss wohl weitersuchen. Ich hab dich. Und dich auch. Dich nicht. Schade. Dann tschüssi. Dann gehen wir gleich mal hier hin. Mal schauen. Einmal Ü-Ei. Zweimal Ü-Ei. Die Gebeine eines Tieres. Es hat sich wahrscheinlich verlaufen und ist verendet. Wieso geht es auch ohne ein funktionierendes Radarsystem hier rein? Mal schauen, scanne. Nö. Ich muss wohl weitersuchen. Ist okay. Hier geht's nicht lang, okay. Ich frage mich, ob das random ist. Wenn man bei einem anderen Spielstand dann andere Orte findet, wo man lang muss. Das wäre recht interessant. Ach, jetzt muss ich da einmal rundherum. Fies, Mann. Kann man hier... Ach, mit Shift rennt man, okay. Gut, dass ich das jetzt, wenn wir fast durch sind, mal endlich herausfinde. Eieiei. Aber das ist halt wahrscheinlich Standard im RPG Maker MV, glaube ich sogar. Aber wenn man es halt nicht weiß, wäre das schön, wenn das Spiel einem das irgendwo sagen würde. Also das ist nur so ein kleiner Hinweis. Weil es gibt eben auch Leute, die das nicht wissen. Davon kann man nicht ausgehen, dass man weiß, dass jeder weiß, wie man hier rennt. Mein Radar zeigt diese Stelle an. Mal schauen. Alle guten Dinge sind drei. Wieder irgendwelche Malereien am Ende, hinten dran, okay. Wait. Und oben rechts irgendwas mit Ciao. Erz erhalten. Ja, der olle Erzgauner hat Erz erhalten. Ich habe erfolgreich Erz abgebaut. Ich schlage vor, es nicht zu nächtigen, bevor es zu dunkel wird. Gute Idee. Ich wäre beim Warten fast eingeschlafen. Okay. Aber irgendwie diese Karte, die... Ah, es gibt geheime Orte. Genau. Diese hier habe ich nämlich gesucht. Die kenne ich aus einem Screenshot. Da habe ich gefragt, wo die ist. Das Ü-Ei nehmen wir mal mit. Ja, das Ü-Ei nehmen wir mal mit. Genau. Eine Brille, wer hat sie hier verloren? Huch, hier wurde schon öfters ein Feuer gemacht. Ein schöner Ort zu rasten. Ein schöner Ort, wer liegt hier begraben? Kri? Keine Information verhalten. Ne, vorhanden. Eine Inschrift ist auch nicht zu erkennen. Irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl hier. Ich sollte gehen. Auf uns wartet noch Arbeit. Wer soll in den Zeppelin reparieren? Ein Teleskop hier? Es scheint schon länger dort zu stehen. Soll ich einen Blick wagen? Ja, klar. Oh, schön.
So schön. Okay. Noch ein Ü-Ei. Ein Ei, es leuchtet ja. Genau, ist ja auch ein Ü-Ei. Warte. Eine Puppe? Wie süß. Ich bewahre sie für dich auf. Ich fand die ist eher creepy, ehrlich gesagt. Aber okay. Es gibt also Secret-Orte. Das wissen wir damit jetzt auch. Die will ich entdecken. Es wird bald dunkel. Wir sollten heimgehen. Aber viel wird es hier auf dieser Insel nicht an Secret-Orten gehen. Ja, geh mal rein. So, du lädst dich mal auf, ja. Dum, dum, stip, dum, dum. Gute Nacht, Piep. So, let's go. Warte mal, was ist, wenn ich hier rausgehen will ohne Kill? Ich habe das Gefühl, mir fehlt etwas Wichtiges. Schön. Luftig hier. Ja. Was wäre wenn man Nein sagen würde? Dann wollen wir mal starten. Ja, Kaya, wie du wünschst. Auf geht's. Schön, schön, schön. Ich hätte eine Frage. Was möchtest du wissen, Kaya? Gemeinsame Zukunft. Ich freue mich schon darauf, mit dir die Welt zu bereisen. Kaya, meine Systeme sind mit dem Haus verwoben. Ich kann dich nicht begleiten. Eine Abkopplung würde meine Matrix bestätigen. Oh, stimmt. Außerdem muss sich doch jemand um das Haus kümmern. Ich bin sicher, du kommst wieder zurück. Natürlich komme ich wieder. Es wird nur ein kleiner Ausflug. Ich lasse dich doch nicht für immer hier zurück. Ich werde auch weiterhin meine Pflichten erfüllen. Oh nein. Das ist doch schon wieder so fies. Jetzt hat man den kleinen Kerl doch gern gewonnen und dann... Na? Ich mag den Ort, auch wenn er mich traurig macht. Ja, jetzt ziehen wir ihn nämlich mal bei Tag. Ist echt ein schöner Ort. Oh Mann. Komm schon. Ich will noch einen Secret Ort. Nein. Oder ja, komm. Können wir das nochmal in der seltenen Farbe machen oder so? Ach, es hat wieder die normale Farbe, okay. Spezielle. Ah, Blattschalter, okay. Dann halt nicht. Ja, dann haben wir eh nichts verpasst. Okay, cool. Cool, cool, cool. Dann lass mal den Zeppelin reparieren. Zeit wird's. Wir haben nun sämtliche Teile zusammen, um das Luftschiff wieder bereit zu machen. Spiele Erfolgsmusik ab. Soll ich mit der Reparatur beginnen? Ja, gut. Alle Teile sind eingebaut. Nun muss ich nur noch die Dampfdruckregelung richtig einstellen. Ich muss an den Ventilen drehen und versuchen, jeden Dampfdruck richtig einzustellen. Gebe ich bei zu vielen Eiern zu viel Druck, gibt es eine Notabschaltung und der Dampfdruck sinkt auf 0. X ist zu wenig Druck. O ist okay. Und Boom ist zu viel Druck. Ziel, alle Ventile haben den richtigen Druck. Wir können aufdrehen oder zudrehen. Aufdrehen erhöht den Druck und ja, mit dem Hauptventil und den Druck in den Ventilen nebenan. Ah, okay. Zudrehen senkt denn nur den Druck des Hauptventils. Okay. Manuelle Notabschaltung. Nein. Ach so. Okay. Aufdrehen. Aufdrehen. Der ist okay.
Aufdrehen. 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 Zudrehen. Aufdrehen. Zudrehen. Aufdrehen. Zudrehen. Aufdrehen. Zudrehen. Zudrehen. Perfekt, diese Einstellung ist korrekt. Spielerfolgsmusik ab. Loading Error, Fail to Load, Audio, BGM, Erfolgsmusik, OGG. Oh, scheint ein Bug zu sein. Egal, den behebe ich später. Ich gebe nun Kaya Bescheid. Ein gewollter Bug, der also kein Bug ist. Oh, schön. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Der Zeppelin ist betriebsbereit. Ich empfehle eine Abreise am Tag. Das hast du gut gemacht. Morgen ist der große Tag. Jetzt erstmal ins Bett. Oh, wenn jetzt am letzten Tag noch irgendwas Krasses passiert wäre. Das wäre irgendwie... Oh, die Katze. Schön. Das wäre halt auch irgendwie eine coole Sache, aber ja. Mal schauen, vielleicht hier innen? Nö, okay. Soll ich mich aufladen? Ja. Gute Nacht, Krieg. Piep. Warte mal, ich sag jetzt mal nein. Ah, ich wollte nein sagen, aber hab's verpeilt. Ich Depp. Naja. Das müsst ihr dann im Zweifelsfall selber rausfinden, was dann passiert. Oder es wird mir in die Kommentare geschrieben, falls es jemand weiß. Das wäre auch cool. Aber let's go. Soll ich aufbrechen? Ja. Ich fliege los. Ich hoffe, das Haus steht noch, wenn ich wiederkehre. Ich werde mein Bestes geben und meine Pflichten erfüllen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Reise, Kaya. Ich werde bald zurück sein. Ich weiß, Kaya. Du nimmst einfach das Haus und schiebst es woanders hin, ey, was? Bis zum Horizont und noch viel weiter. Okay. Also links soll ja am nächsten sein, im Westen, ne? Was? 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 Habe ich jetzt Game Over oder was? Bitte nicht. Bluescreen oder was? Hallo? Wäre das in jede Richtung passiert, oder? Krie? Kaya, zum Glück, du hast dich wieder gefangen. Was ist passiert? Du verdrängst es immer noch? Kaya, bitte. Ich warte im Keller auf dich. Komm runter, wenn du wieder zur Besinnung gekommen bist. Sieht jetzt auch komisch aus. Mein Kopf, es tut weh, Kri. Wieso sieht so komisch aus? Das muss ich erstmal speichern. Runtergehen? Ja. Nein, ich will nicht. Ja. Ich will nicht in den Keller. Ja. Da unten erwartet mich nur Schmerz. Was zum... Du gehst jetzt da runter. Ich sehe mich nicht. Komm nicht von der Insel runter. Komm nicht von der Insel runter.
Ja, geh runter. Ich hab wohl keine Wahl. Was zum... Das ist freaky. Es ist richtig, richtig freaky hier unten. Nein, war die Brille etwa von ihr? Da bist du ja. Du, ich weiß, du wirst es nicht hören, aber wir können dieses Spiel nicht ewig weiterspielen. Seit der Professor gestorben ist, verschlimmert sich dein Zustand jeden Tag. Dein Speicher gibt immer mehr Fehlermeldungen aus. Die Dampfeinheit läuft viel zu heiß. Der Professor hat mir in diesem Fall aufgetragen, für dich zu sorgen. Leider hat meine Programmierung seine Grenzen. Ich kann nur rudimentäre Reparaturen durchführen. Der Professor erschuf mich als Prototyp, um die Integration eines selbstlaufenden Programms in einer hirnähnlichen Pflanze zu testen. Leider besitze ich nur eine eingeschränkte Intelligenz. Du hingegen, Kaya, oder auch KR2, bist eine richtige künstliche Intelligenz. Als Nicodemus von uns ging, konnte deine Dampfeinheit die daraus entstehenden Emotionen nicht verarbeiten. Nicodemus, der Professor. Deine KR-Interaktionseinheit ist dabei sofort durchgebrannt. Ich konnte sie nicht wiederherstellen. Dein Status war für mich unklar. Nach einigen Tagen erschienst du mir mit Hilfe der Dampfprojektionseinheit als Hologramm. Du hast den Tod des Professors komplett verdrängt, was eine nicht untypische emotionale Reaktion bei Menschen ist. Dein Code ist für mich unbegreiflich. Professor Nicodemus erschuf dich nach dem Ebenbild seiner toten Tochter. Voller Trauer um ihren Verlust kam er auf diese Insel, um sich seinen Forschungen zu widmen. Umso schwerer war sein Verlust für dich. Er war dein Schöpfer, dein Vater. Da ich eine leichte Besserung in deinem System feststellen konnte, habe ich dein Spielchen mitgespielt. Du warst gänzlich in deine menschliche Rolle geschlüpft, doch es hielt nicht lange an. Tief in deinem Code war etwas Grundlegendes nicht mehr funktionsfähig. Mit jedem Tag wurde dein Speicher instabiler. Du bekamst durch die Fehler Kopfschmerzen. Ein Versuch deines Codes, dir zu zeigen, dass etwas nicht stimmt. Simulierter Schmerz, zu dem meine Programmierung niemals imstande wäre. Ich half dir, den Zeppelin zu reparieren, in der Hoffnung, du würdest damit aufhören, wenn du das Ende deiner Scanner-Reichweite erreichen würdest. Nein. Doch meine Prognose war falsch. Der Zeppelin-Ausflug versetzte dein System in einen weiteren kritischen Zustand. Kaya. Ich weiß nicht mehr, was ich tun kann. Dein Code erzeugt immer mehr Fehler. Deine Systeme schaffen es nicht, so viele Emotionen zu verarbeiten. Der Zustand bessert sich nicht. Wenn es so weitergeht, wirst du die nächsten Tage leiden. Kaya? Ich bin nicht mehr in der Lage, die Projektion aufrechtzuerhalten. Die Schmerzen werden langsam unerträglich. KR2, du hast den maximalen Dampfdruck lange überschritten. In diesem Zustand wirst du dich tagelang quälen, bevor dein System komplett zusammenbricht. Ich habe eine Bitte. Ja, KR2. Schalte den Hauptsystemschalter aus. Aber KR2, es würde dich töten. Deine Systemmatrix würde kollabieren. Ich könnte dich nicht wieder reaktivieren. Ich bitte dich. Meine Dampfeinheit kann die Emotionen nicht länger verarbeiten. Meine Daten sind vollständig fragmentiert und fehlerhaft. Ich...
Ich leide. Nein. Oh Mann. Ich will nicht. Nein. Diverse Notizen und Bücher des Professors. Kann man sie retten, wenn man diese Dinger durchlässt? Nee, oder? Komm. Ein aeanisches Gewächs entdeckt und benannt von Professor Nicodemus Kurbelbart. Nach seiner Frau Aya sind sie sind selten und wachsen nur an heißen Orten. Wenn man aeanisches Gewächs in ein Gefäß mit Dampfzufuhr gibt, entsteht ein Blutgeschwulst. Die Pflanze wächst im Inneren weiter und bildet eine hirnähnliche Masse. Diese Masse kann man unter richtigen Bedingungen als Prozessor für komplexe Berechnungen benutzen. KR1. KR-Robotron Mark 1, kurz KI, ist der erste Prototyp, der an Dampfeinheit angetrieben wird. Er wird von dem künstlichen Hirn im Inneren der Dampfeinheit gesteuert. KR1 besitzt eine Interaktionseinheit, mit deren Hilfe sich im Haus nützlich machen kann. Die Übertragung der Informationen zwischen Hirn und Einheit erfolgt über ein Dampfprisma. Kaya Robotron Mark 2, kurz KR2 oder nur Kaya, ist die weiterentwickelte Form von KR1. Kaya ist lernfähig und reagiert wie ein echter Mensch. Ihre Hirnkapazität ist um ein Vielfaches höher als die von KR1, der nur nach seiner Programmierung handelt. Kaya besitzt neben einer Interaktionseinheit auch ein Modul für eine dampfprismatische Projektion im Haus und in der Umgebung. Das Aussehen der Projektion ist meine toten Tochter Kaya nachempfunden. Leider hat sie nicht auch ihr Wesen geerbt. Trotzdem tröstet es mich etwas über den Schmerz hinweg, wenn ich KR2 ansehe. Intereinheit. Um im Haus nützlich zu sein, haben KR1 und KR2 eine Interaktionseinheit. Diese wird angetrieben durch einen Energiekern und bekommt die Steuerinformationen der über dampfprismatische Übertragung. Leute, diese Part hier wird länger gehalten. Definitiv, weil ich habe das Gefühl, dass wir gegen Ende gehen. Dampfprisma. Ein Dampfprisma ist eine revolutionäre Erfindung in der Dampfforschung. Ein Dampfprisma leitet durch kleine erhitzte Kristalle und Licht Informationen über weite Strecken hinaus weiter. Ich habe das Dampfprisma weiterentwickelt. Es erlaubt nun auch eine Projektion, indem es Wasserpartikel punktgenau an der gewünschten Stelle erhitzt und somit den Lichteinfall bricht. Diese Projektion ist nicht interaktionsfähig. Zum ersten Mal habe ich so ein Modul in KR2 verbaut. Dampfprisma Analyse KR2. Kaya überhitzt in letzter Zeit oft, wenn sie unter Druck oder starker emotionaler Belastung steht. Ich werde es beobachten. Ich fürchte, die Kapazität der Dampfeinheit ist noch immer zu gering. Bitte. Nein, ich will nicht. Nein. Die Steuereinheit, die Kaias künstliche Intelligenz beinhaltet. Die meisten Systeme sind im kritischen Bereich. Ich weiß nicht weiter. Mein Wissen darüber ist beschränkt. Die Interaktionseinheit von KR2. Durchgebrannt, als Professor Nicodemus starb. Eine Kontrollkonsole. Ein altes Bildnis von Professor Nicodemus Kurbelbart. Er hat bei der Geburt seiner Tochter seine große Liebe verloren. Als er dann noch seine Tochter bei einem Unfall verstarb, zog er sich hierher zurück. Der Professor war unglaublich talentiert. Er war führender Forscher in vielen Bereichen, unter anderem in Dampfmaschinen und Robotronik. Oh Mann. Ich sollte jetzt nicht einfach gehen. Ich muss es tun, Leute. Ich muss... Lass mich nicht alleine. Ich muss abschalten. Ich habe es getan. Danke, dass du immer an meiner Seite warst.
Danke, dass du versucht hast, mir zu helfen. Es tut mir leid, Kaya. Danke. Träum schön, Kaya. Nein. Cosmo. Grafik. Pandamaru. Ich lächte jetzt nicht alle vor. Ihr könnt es ja selber lesen. Oh, sehr, sehr schönes Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel. Ein Spiel, der aus der Sparte, ich will eine Geschichte erzählen. Sprich, das Gameplay gerät bei dieser Art Spiel eher in den Hintergrund. Es will halt einfach diese Geschichte erzählen. Man konnte viel erfahren, auch durch diese Bücher, die man finden konnte, wobei ich jetzt nur zwei gefunden habe. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr gibt. Viele Details, schöner Humor. Also, und vor allem hier gegen Ende hat man dann sehr, sehr viel nochmal Hintergründe erfahren, auch mit dem Professor und allem. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Und bin auch schon auf den Wald gespannt. Der Märchenwald. Und Also es ist wirklich ein sehr kurzes Spiel. Die 1 bis 2 Stunden kommen gut hin. Und Es ist aber nicht schlecht. Also auch kurze Spiele können sehr schön sein. Und sehr gut sein. Ich verstehe jetzt auch, ja, warum es wohl teilweise auch schon, und den Vergleich habe ich auch gebracht, als ich allein schon mit ihm geschrieben habe, auf Twitter, mit dem guten Jitsu. Ich glaube, Jitsu war der Name, ich weiß es gerade gar nicht. Warum das gerne mal auch mit, To the Moon verglichen wird. Weil auch To the Moon wollte einfach eine Geschichte erzählen. Das tun beide Spiele auf ihre ganz eigene Art und Weise. Also, Tester und Bug Hunter, ja schön. Ganz, ganz wichtig. Ich mag sowas. Ich mag sowas sehr. Es ist, ja, was weiß ich. Okay, schön. Und auch sehr, sehr schöne Grafik. Und auch jetzt allein dieser Abspann ist auch nochmal ein weiteres Detail, weil man hat ja vorher dieses Grab gefunden und wusste ja nicht, wessen Grab das ist, und es fehlt wohl eine Inschrift, und jetzt wissen wir es. Es ist die Inschrift, die fehlende Inschrift. Es ist das Grab von KR2. Ich frage mich nur, danke fürs Spielen, ja, danke fürs Entwickeln. Also wirklich sehr, sehr cooles Spiel, sehr gerne gespielt. Es ist wirklich, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wo ich gerade stehen geblieben bin. Es ist auch, ja, es gibt ja auch im Dreidimensionalen, wenn ich ja an Journey zum Beispiel denke, solche Spiele, die einem nicht viel sagen, sondern halt grafisch oder auch eben Rhyme auf die Story hinweisen, sag ich mal. Museum freigeschaltet, sehr schön. Und hier haben wir das Ganze im Gartenmodus freigeschaltet. Hier haben wir das Ganze so ein bisschen im Zweidimensionalen. Und das ist sehr, sehr schön. Es hat so einen ganz eigenen Charme, diese Art Spiele. Abyssus-Modus freigeschaltet. Erfolge-Menü freigeschaltet. Uiuiui. Ach nee, ne? Man kann also 2, 4, 6, 8 Sachen machen, oder wie? 8 Sachen freischalten. Dampftraum, Story, Dialoge, Geheimnisse. Nee, ne? Das ist ja cool. Und es ist übrigens im Ordner gab es, oder was heißt im Ordner? Doch, es gab einen Unterordner für, wie ist es, Guides. Unter anderem für das wahre Ende. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das wahre Ende gefunden habe. Ich wollte mich nämlich nicht spoilern. Deswegen habe ich mir das Ganze nicht angeschaut. Und es gab noch 2 andere Guides, ich glaube eins zu dem Halloween-Event, das wir es ja auch nicht gesehen haben, weil es in der Hauptstory wohl nicht vorhanden ist, aber Geheimnisse. Pause 1, Pause 2. Du hast eine Pause auf der Bank eingelegt, du hast den Sonnenuntergang angesehen. Ach, schön. Höre dir alle Tipps von Cosmo an. Ach, okay.
Das sieht man jetzt, also was alles fehlt. Ein Herz für Krusty, du hast einen Freund gefunden. Ach, wie viel man da einfach finden kann. Guckt mal, wie viel uns fehlt. Allein schon an Höhlen. Oh, schön. Ach, der Höhlen sind die Erzhöhlen, okay, aber... Dampfeier, du hast hier ein Dampfeier gefunden, okay. Ach, krass. Aber 410 von 900 für den ersten Workflow. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht. Du hast den Schlüssel gefunden, okay. Aber, ja... Ich weiß nicht, vielleicht werde ich das mal nochmal in einem Stream spielen. Es scheint ja einen gewissen Wiederspielwert dadurch zu haben. Aber, ja. Finde die Schlüssel und öffne das Tor. Aber als Let's Play für die Hauptstory soll es das jetzt gewesen sein. Dampftraum synchronisiert seine Spieldaten. Gefundene Items bleiben bei einem neuen Spiel erhalten. Truhen werden erst wieder aufgefüllt, wenn das Ende erreicht wurde. Starte das Spiel erneut und entdecke alle Geheimnisse. Ja, vielleicht in einem Stream. Vielleicht in einem Stream. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Einschalten, laden, abschalten. System-Credits. Ich will jetzt gerade mal was gucken beim Einschalten. Auch wenn wir jetzt nicht einschalten werden, aber Hauptspiel, warte. Abyssus. Ah, okay. Jetzt sehen wir das nämlich. Fragezeichen. Das ist das Tor freischalten, ne? Okay. Garten. Museum. Da schauen wir mal. Da schauen wir mal noch zum Abschluss. Auch wenn wir schon 31 Minuten haben, aber wir schauen es uns an. Piep, ein Ü-Ei, ich nehm's mit. Ja, ich mag sowas. Ich mag sowas. Hier sehen wir wahrscheinlich so ganz viele Artworks und so. Ein Bild von Allura aus The Wings of Justice vom Künstler Mellow Mufflon. Ich wusste nicht mal, dass Mufflon zeichnen konnten. Es geht um einen Adler namens Kino, der in Begleitung seines treuen Hausmenschen Elora die Welt erkundet. Ich will's sehen. Och Mano. Ich dachte, ich kann das jetzt noch in groß sehen, aber... Ein Bild von Lonely, vom Künstler Stitch. Es handelt von dem 22-jährigen Timothy Lloyd, der eines Tages ganz allein ist und niemand da ist, der ihm hilft. Stattdessen macht er Bekanntschaft mit Monstern und anderen Gruselzeugs. Kaya ist auch alleine. Ob ich sie warnen sollte? Ein Ü-Ei, ich nehm's mit. Ah, und da sind auch die Plüschfiguren. Ah, da habe ich aber ganz viele gefunden, ja. Geheimnisvolles Ü-Ei, ich nehm's mit. Ach, okay. Das sind jetzt die ganzen Items, okay. Lochkäse. Mehr Loch als Käse. Menschen mögen den Geschmack der Löcher. Hä, was? Okay. Okay. Ey, Puppe, Kaya findet sie süß. Eine Tierstoffeinheit, Kaya findet sie süß. Mir sind sie auch lieber als echte Tiere. Okay. Oh, die sind aber echt knuffig, muss man schon sagen. Chronik ansehen. Chronik. Die Menschheit. Die Zeit der Götter. Aha. Der Professor, ja, das... Oha, da haben wir ja noch Lücken, da kann ja echt noch viel kommen. Krass. Wenn ich mir diese Chronik hier schon so anschaue, dann wirkt das alles auch schon von vorne bis hinten durchgeplant, was noch alles kommen kann und soll. Hier zum Beispiel ist, glaube ich, der Wald dann. Der ist noch ein bisschen gesperrt. Aber, ja, wow. Die Menschen erschienen auf Vapor. Okay, ja, unbekannt. Der Urdampf. Ja, krass. Verlassen. Oh, wow. Oh wow, oh wow. Gut. Warte mal, hier geht's noch. Okay. Das Ü-Ei nehmen wir mit. Dieses Ü-Ei auch. Diese Konsole zeigt Informationen zur Übertragung an. Übertragung? Noch ein Ü-Ei. Was zum... Diese Konsole zeigt meinen Systemstatus an. Oh, wow. Zeigt Kaya Systemstatus an.
Dieses gewaltige Datenprisma sorgt für die Verbindung zwischen mir und meiner Interaktionseinheit. Außerdem erzeugt es auch Karias Projektion. Es hat eine gewaltige Reichweite, die über die komplette Insel und weiter reicht. Sogar im Museum noch. Sogar im Museum kann man noch Hintergrundinformationen finden. Diese Interaktionseinheit, ich vermute, dass die von diesem komischen riesigen Prisma, was wir da in dieser Höhle gefunden haben, angetrieben werden könnte. Dieses Prisma in dieser Höhle, wo ich hochgegangen bin, wo er gemeint hat, geschliffen, kann das als Sonso dienen, könnte quasi direkt unter diesem geschliffenen Teil hier liegen. Dadurch ist es so mächtig und kann so weitreichend sein. Aber ja. Wow, einfach nur wow. Sogar im Museum, Leute, sogar im Museum. Wie krass ist das halt einfach? Bitte, wie krass? Können hier auch noch Bilder hinkommen, oder? Nee. Was ist hier unten rechts für ein Symbol? Ist das halt... Ach, keine Ahnung. Exit Museum verlassen? Ja. Krass. Krass, krass, krass. Wenn ich die Credits anwähle, komme ich dann wieder in diese Credits-Karte oder kommt die einfach... Okay, die kommt dann einfach hier so dazu. Ich kann sie aber nicht abbrechen. Okay, kann sie jetzt aber auf die Schnelle nochmal durchlaufen lassen. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das wirklich auch für diesen letzten Part, für dieses Let's Play. Es kann durchaus sein, dass ich das mir das Ganze nochmal in einem Stream anschauen werde. Schauen wir mal. Aber an dieser Stelle möchte ich mich sehr fürs Zuschauen bedanken. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part und vor allem auch an diesem ganzen Let's Play. Und ja, würde mich über einen Kommentar oder eine Bewertung sehr freuen und wir uns auch bei einem anderen Video wiedersehen würden. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.